Wir sind im Oberdorhof. Alarmiert worden ist ein Scheunenbrand im Oberdorhof. Das ist ein Teilort von Kirchberg oder ein Aussiedler im Prinzip. Vorgefunden haben wir ein Teilstück von einer Halle, die für ein landwirtschaftliches Gebäude war, die jetzt als Lagerraum oder andere Zwecke vermietet wurde, das im Vollbrand stand. Wir konnten das eindämmen und konnten übergreifen auf die Nachbargebäude verhindern. Wir haben zwei Drehleiter, zwei komplette Löschzüge hier im Einsatz, das DRK, sowie die Polizei ist vor Ort. Wir werden jetzt rückbauen, Nachlöscharbeiten machen und werden jetzt gerade klären, ob wir einen Teil mit dem Bagger vielleicht einreisen oder ob wir das Gebäude mit dem Schaum flutet. Das müssen wir jetzt sehen. Es stehen Fahrzeuge drin und alles andere haben wir keine Kenntnisse. Es ist eine Gastasche irgendwas vorher abgegangen gewesen, also es war aber sonst ist nichts zu sehen und zu erfahren gewesen vom Besitzer. Verletzte gab es keine, Gott sei Dank. Also derzeit müsste das ca. 56 Kräfte an der Einsatzstelle sein. Die Feuerwehren Kirchberg, Backnang und Steinheim.